So, kurzes Video. Das ist der Sägebock. Holzklotz. Und hier einfach kann man auch Schrauben nehmen. Bei Schrauben könnte man das sogar zusammenbauen noch und wieder auseinanderbauen und so weiter. Ich habe jetzt einfach mal Nägel genommen. Das ist er. Hier am Anfang hatte ich nie eingesägt, aber dann habe ich gemerkt, nee, manchmal ist es günstig noch. Aber das ist der Sägebock, also ihr seht, eine professionelle Arbeit, das ist unfassbar. Also, das für die Profis, das war's schon. Also diesen Holzklotz, links und rechts, dann legt man es rein, legt man die Dinger unter. Ich kann es abschalten. Für die Laien kann ich jetzt noch weiter erklären, was ich hier veranstalte. Also, hier oben liegt jetzt zum Beispiel kleines Holz. Hier seht ihr Elektrosquad mit einem Anhänger. Was mache ich jetzt? Also, um das als erstes zu machen, ist erforderlich, dass die Kettensäge immer mega scharf ist. Rasieren wir sie scharf. Das bedeutet, wenn ich so überprüfe, ne, hier ist immer, das muss immer den Daumennagel ganz leicht so einritzen. Falls das nicht der Fall ist, nehme ich diese Feile. Diese Feile darf von niemand anders angefasst werden, benutzt werden, nichts, weil ich da hochempfindlich bin. Ich habe sie nie ausgepackt, weil ich das wirklich die ist also immer in der Hülle drin. Habe ich noch Ersatzfeilen. Jedenfalls, die Feile darf nie angefasst werden mit dem Finger, darf ohne dreckig werden, nichts. Hier ist die. Dann nehme ich, aber das ist relativ primitiv, die wird so hingesetzt, ich halte sie so und jetzt tue ich mit der Feile so Richtung hier und dann wird praktisch hier entweder geschoben, manchmal ist mehr, da geht es immer hin und zurück, aber wie gesagt, wenn ich da alle Stunde einmal so durchmache. Ihr seht jetzt Originalarbeit. Mit zwei Händen wird sie natürlich gehalten. Jetzt ist das Handy. Da ist die wirklich, da ist die super scharf wieder. Und dadurch habe ich keinerlei, ich brauche hier mit keinerlei Druck arbeiten, nichts. Das geht hier wirklich von alleine. Wird klein noch sauber wieder eingepackt. Nach den Dreharbeiten. Also, das Erste. Ne? Es wird also so hingelegt, wird das klein gesägt. Die kleinen Stücke gehen gleich in den Beutel rein und die großen Stücke werden, jetzt seht ihr keine Stämme mehr, also ich nehme natürlich auch fettere Stämme, die werden immer gleich kurz gesägt. Hier unten ist noch ein größerer Stamm, der Trick ist immer gleich kurz gesägt, also immer auf die passende Länge. Gehen hier rein, Anhänger wird dann rausgemacht, umgekippt, ich lasse das Zeug also vor dem Hackplatz liegen, es bleibt auf dem Boden liegen. Dann nehme ich diese 120 Gramm zum Beispiel Axt, also 1200 Gramm Kopfgewicht und dann stehst du da und schlage immer dazwischen. Ihr seht, ich habe noch nicht mal Sicherung für die Füße und mir ist noch nie was passiert, aber normalerweise es kann man auch Holz springen, also man sollte Stiefel anhaben, aber ich habe jetzt dummerweise keine da, aber auf jeden Fall, es wird gleich liegen gelassen. Dann habe ich noch einen kleinen Hackklotz, der ist kurz, wenn es jetzt irgendwie hängt, wird das umgedreht, die Axt, und aufgeschlagen und es spaltet. Auf jeden Fall Sekunden. Sekunden mache ich Holzklein. Also ich denke, ich bin der Schnellste der Welt. Also ich muss mal erstmal ihn finden, der das schneller macht. Auf jeden Fall super. Also ihr riesigen Berg. Pfosten, dann Bretter. Ich kann nicht schneiden, das ist euch kurz gezeigt. Was ich jetzt hier mache, jetzt ist ja wie hier so ein alter Platz. Also nehme ich eine Marete, die ist ein Bild zu lang, könnte auch kürzer sein. Hier war ein großer fetter Stamm, da habe ich da hier ein Bild zersägt, dann runter und vor uns dann auch dort auseinandergenommen. Immer gleich die passenden rein. Also das geht in einer Geschwindigkeit vorwärts. Und von hier oben, jetzt mal hier, seht ihr jetzt ein Stück. So, mit einer Hand. So, jetzt, ne? Jetzt wird hier, man kann nur eine Axt nehmen. Jetzt wird das mal wieder hier abgeschlagen. Ist jetzt ungünstig gezeigt. Normalerweise halte ich das jetzt. Okay. Weil ich ein Handy habe. Jedenfalls, ich werfe das runter.
Und dann geht das nächste Stück. Wird praktisch hier gesucht. Was ist noch tauglich? Ups, Stange zum Beispiel. Runter. Und so wird das hier gemacht. Und ihr seht, manchmal ist es zum Beispiel dreckig. Da ist ja leicht Steine drauf. Nicht gerade optimal, aber dadurch, dass ich diese Pfeile habe, kann ich ganz schnell das nachfeilen. Wenn man Pfeile, Kettensäge ausbaut, zum Schärfen bringt. Also ich habe es immer gemacht. Ich war geschockt, als ich die zurückgekriegt habe. Da fehlten wirklich, da fehlt der halbe Zahn, der halbe Kappen. Also das ist, da kann ich ja wirklich Monate, jahrelang mit einer Kette. Also was die da wegschleifen, also da habe ich die in der Zeit, da kann ich die 100-mal nachschleifen. Ohne Übertreibung, 100-mal. Weil man macht ja wirklich ganz wenig weg. Der zum Beispiel auch, geht jetzt runter und dann wird es auseinander gesägt. Beim Sägen, also ne, zum Beispiel jetzt die Hanglage mit genutzt. Was jetzt beim Sägen gemacht wird, so. Ich hatte jetzt das Holz genommen, was ich da liegen hatte. Da war das eineinhalb länger. Jetzt kann ich das hier noch so drüber machen. So. Gut. So. Und schwupp, ihr seht, hat er auch noch gut Platz. Was ich jetzt mache, wäre, ich beginne jetzt halt hier. Jetzt, ne, kleine, passende Größe. Ich wurde jetzt hier runter gesägt. Dann ist es so. Also nur die ersten. Dann gehe ich hier rüber. Auch hier wieder. Summ, bumm, bumm. Hier, tut, tut, tut. Und dann kann man ja gleichmäßig so runtersägen. Und zum Schluss, ja, machen wir hier, hier. Und dann, wenn ich halt merke, ah, da kann ich einfach in der Mitte auch nochmal runter. Und alles ist klein. Wird's klein, halb kleiner Sack draufgesetzt. Und das war's. Ist Elektro. Total lustig. Ja, das war's. Der Anhänger ist 52 Jahre alt. Ein Jahr jünger wie ich. Aber immer noch 1A. Also gibt's nichts. Ja, genau. Das war's soweit. Was ich hier noch habe, ist, hier habe ich das Werkzeug für die Kette zum Nachspannen habe ich reingeschoben. Und hier ist noch ein Lappen, wenn ich mal die Hände abtrocknen will. Und hier natürlich noch ein Gehörschutz. Genau. Hier auch nochmal Kettensägenöl. Gut. Kann man jedes Altöl nehmen. Genau. Ja, das war's soweit. Also viel Spaß beim Nachmachen.